Willkommen zum aktuellen IG Market Update. Zur Wochenmitte geht der DAX in Deckung und verlässt die zuletzt dominierende Seitwärtsrange zwischen rund 9.900 und knapp 10.000 Zählern gen Süden. Angesichts der nahe Allzeithochs notierenden Kursniveaus und dem am Donnerstag anstehenden Impulspotenzial durch den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank wählen erste Marktteilnehmer die Seitenlinie und warten erst einmal ab. Allerdings ist der momentan zu beobachtende Rücksetzer mehr als überschaubar und stellt den übergeordneten Aufwärtstrend keinesfalls in Frage. Vielmehr wächst die Spannung vor dem morgigen Großkampftag in puncto europäischer Geldpolitik. Eine Leitzinssenkung auf 0,15 bis 0,1% gilt unter Marktakteuren bereits als ausgemacht. Daneben hatten EZB-Repräsentanten zuletzt jedoch weitere Lockerungsinstrumente ins Spiel gebracht, die von einem negativen Einlagezins über einen zweckgebundenen Bankentender bis hin zur sogenannten dicken Bertha, sprich dem direkten Ankauf von Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, reichen können. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung der Anleger, die den deutschen Leitindex in der Konsequenz auf besagte Rekordniveaus gehievt hatten. Ein guter Teil der morgen zur Veröffentlichung anstehenden monetären Maßnahmen ist also bereits eingepreist. Nun muss EZB-Chef Mario Draghi aber auch liefern, sonst würde sich die anschließende Enttäuschung massiv negativ auf das Kursgeschehen an den Aktienmärkten auswirken. Zur Stunde gibt der DAX 0,1% auf 9.910 Punkte nach. Der Euro notiert bei 1,3611 US-Dollar 0,1% schwächer. Derweil verliert Gold 0,1% auf rund 1.245 US-Dollar.